die 80er Jahre, hat der Typ, der das heute spielt, als Rodi bei mir gearbeitet. Und beim Stefan Weber, seinem Begräbnis, kommt er aber, ich habe den 30er Jahre nicht gesehen oder 20er Jahre, kommt er aber und sagt, hey, das ist ein Wiggerl, okay, du Wiggerl, ich arbeite jetzt als Schauspieler im Süd, im bayerischen Raum, in Vorarlberg, in Tirol, und ich spiele den Herrn Karl. Sag ich, was willst du mit dem Herrn Karl? Dann habe ich zu mir gesagt, ich hätte ihn gerne in Wien spielen. Dann habe ich gesagt, bist du wahnsinnig? Man kann doch nicht den Herrn Karl in Wien spielen. Weil ich meine, der Qualtinger ist ein Gigant. Der Qualtinger war ein Gigant. Ein unüberbrückbares Hindernis für jeden eigentlich schauspielenden Menschen. Worauf der zu mir sagt, Herrst, ich habe das überhaupt noch nie gesehen in meinem Leben. Ich habe, wie einige hier, den Herrn Karl sicher einige Male schon gesehen. Und in dem Moment habe ich das zu interessieren begonnen. Wie spielt ein Vorarlberger in Wien, in Herrn Karl, ohne das Stück je gesehen zu haben, sondern nur das Drehbuch gelesen zu haben vom März? Der hat nämlich das Drehbuch. Jetzt gehe auch ich zum gemütlichen Teil des Abends über. Dankeschön. Macht das gut. Sitzen, dann können wir uns ja noch ein bisschen unterhalten, wenn jemand noch Fragen hat oder wenn man etwas einfällt oder aus Wunsch nichts. Du siehst mir, wenn ich mich tue. Darf ich deinen Namen auch noch wissen? Ich bin lieber Hansel. Der Hansel. 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 Okay. Kann ich das ganz kurz so in die Realität hineinführen? Das erste ist einmal, da ist sofort ein älterer Mann rausgegangen, wie das aus war. Und ich bin nachgegangen und habe den gefragt, und der hat meines Erachtens nach ein ganz tolles Lob für dich ausgesprochen, nämlich, was auch ich empfunden habe, ich habe den Qualtinger vergessen. Ich habe dich gesehen, ich habe überhaupt nicht gesehen. Also, das ist einmal das eine. Das ist die beste Leistung überhaupt, dass du dich über das traut hast, das ist eine tolle Geschichte. Das ist einmal die erste Geschichte. Und die andere Geschichte ist, da steht eine Dose, eine leere Dose. Und wer Lust hat, ich will nicht herumgehen zu jedem, weil das ist schon wieder eine Beeinflussung, dann gibt es bitte ein bisschen Geld, kann man sagen.